Ja, hallo, willkommen zu Dual Universe, die Demo. Ja, und ich habe jetzt hier die zweite Folge gleich im Anschluss von der ersten Folge. Will ich mal aufnehmen. Mal gucken. Das ist immer noch drin hier. So, wir wollen ja jetzt die eine Herausforderung spielen, damit wir ein bisschen zu Geld kommen. Auf dem Markt können wir ja eh noch nicht. Wir könnten uns ja schon ein Schiff kaufen, ich weiß auch gar nicht. Achso, hier sieht man, 200.000 Konto habe ich jetzt. Ja, da gibt es ein Schiff, damit könnten wir auch in den Space, aber das hat keine Behälter an Bord, also das bringt ja nicht wirklich was. Oh, jetzt habe ich hier was gesehen. Die müssen natürlich da sein. So, aber jetzt geht es um die Herausforderung, die wollen wir jetzt mal spielen, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Also, die kann man 18, alle 18 Stunden, glaube ich, kann man die einmal spielen, wenn man, da sind ja drei Missionen. Und ich glaube, wenn man alle drei Missionen macht, dann hat man zusammen schon 850.000. 200.000 hatten wir eh schon, dann haben wir schon 1 Million Quanta. Ist natürlich für den Anfänger fliegen, ist, man muss es üben und lernen. Also das ist, fliegen ist doch sehr, sehr an der Realität, vor allen Dingen, was auf dem Planeten angeht. Aber das macht ja auch die Sache so interessant und es macht vor allem Spaß. Also braucht man schon ein bisschen Flugerfahrung. So, probieren wir es einfach mal. Also selbst ich bin mit dieser Mission hier ein bisschen auf Kriegsfuß, weil es doch ein bisschen, ich finde, für Leute, gerade für Leute, ist das doch ein bisschen zu kompliziert. Okay, dann verbinden wir uns mal gleich hier. Also geht darum, es gibt hier mehrere Punkte, wo wir was einsammeln sollen. Achso, jetzt habe ich ja eben so hier wieder verbinden. Ne, brauchen wir gar nicht. Lass ich mal so. So, ja, einsteigen. Und das sollen wir, da ist eine Luft, so ein komisches. Ja, was ist das überhaupt? Also mit A nach links gieren, mit D nach rechts, mit Q rollen, nach links, nach rechts rollen mit E. Und jetzt mit W muss ich mal gucken, geht das überhaupt? Ach nee, mit W nicken wir es nach unten, mit S nach oben nicken, also das geht hier schon gar nicht mehr. Weil das ist ja jetzt ein Flugkonstrukt. Und daran muss man sich jetzt auch erstmal wieder gewöhnen. Nicht, aber im Gegensatz zum Speeder. Ich habe einen zufälligen Ort zwischen allen So, da oben haben wir unser Wegpunkt Abgeordneten. und da müssen wir jetzt mal in die Richtung ziehen. Wahrscheinlich mehr als eine Fahrt machen. Und da oben soll das hingeliefert werden. Also, es ist schon für Neulinge, ist das schon ein bisschen anspruchsvoll, zu anspruchsvoll. Mit 3x können wir hier so eine Linie anzeigen lassen, in welche Flugrichtung wir fliegen. Und ich hatte ja im letzten Video gesagt, hier nicht einfach um 180 Grad drehen, das geht dann mal schief, sondern das ist schon nah an der Realität. So, und dann können wir jetzt den Routen, die Route mit SDRG ein bisschen abbremsen und mal sehen, ob ich das so jetzt bremsen. So, ja, das klappt auch ganz gut. Aber da braucht man mit C können wir auch, dass das Flugzeug so nach unten geht und mit F aussteigen. Damit wir ein bisschen Geld verdienen. So, und da würde ich euch empfehlen, gerade für Anfänger, nimmt jedes Einzelne, bringt jedes Einzelne nach oben. Nicht alle Sachen abklappern. Die hier rein, vor allem das Gold ist Jetzt, sehr wo du schwer. eine Ladung aufgenommen hast, kannst du direkt zur Jetzt habe ich das in die gehen, um Container sie reingepackt vom abzunehmen. Schiff. Oder wenn du noch Platz hast, Und jetzt müssen kannst wir du das da zuerst oben etwas anderes aufnehmen. machen. Und Pass das nur ist auf, dass das du deine Fahrt Schwierige nicht überlebst. dabei. Fahrzeuge sind sehr Nicht schwer und unmöglich, das Schiff lässt sich dann aber nur da braucht man schwer schon viel steuern. Erfahrung. Da haben bestimmt alle, ich habe auch anfangs dran verzweifelt, wie die Außenkamera, 3x. Und dann gucken wir uns das mal an, fliegen wir am besten mal geradeaus.
Mit Spitzheim können wir ein bisschen hochrufen. Mausrad. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da müsste auf 1000 Meter Höhe sein, weiß ich jetzt gar nicht. Dann versuchen wir mal, dass wir da gut reinkommen. Werde ich ja gleich sehen, wie das Ganze da oben aussieht. Also in Allgemeinen würde ich es schon so empfehlen, dass man das so macht. Noch ein bisschen herum, mal gucken. Jetzt sieht man das gar nicht mehr. So ungefähr 1000 Meter bleiben. Dann ein bisschen schon mal ein bisschen rollen. Wie man sieht, wenn wir rollen, dann fliegen wir hier schon leicht eine Kurve. Dann können wir uns noch ein bisschen mehr in die Kurve legen und dann mit nicken. Also können wir das noch ein bisschen beschleunigen. Aber noch nicht so stark, deswegen die rote Linie. Dann könnt ihr sehen, wie eure Flugbahn ist. So, nicht zu doll. Ja, so. Oh je, je. So, und auch ungefähr auf 1000 Meter. Das müssen wir eigentlich. Und dann kann man jetzt in der roten Linie sehen, dass wir hier eine gute Höhe hier rankommen. Oh, wir müssen, glaube ich, viel niedriger. Oder weil das doch nicht 1000 Meter, kann auch sein, dass das mehr war, dass das höher war. Ja, mal schauen, wie wir reinkommen. So, mal ein bisschen vom Gas geben. Vom Gas geben. Ja, gut, aber hin. Wir sind ja schon wieder 1300 Meter draußen, 1000 Meter. Ah, jetzt kommen wir mal versuchen. So, jetzt. So. Das ist der rote. Oh, wie, wie, wie. Oh, Hemsen. Ach hey, wird das was? ja, das sieht nicht gut aus, oder? Na toll. Mal Space versuchen? ja, ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Aber mal sehen, jetzt könnte ich vielleicht, ich steig mal schnell aus. Ach, was ist das denn jetzt? Ah, so geht's, ja. Ah, so kann ich einfach. So, da sind wir. Und hier muss das Ganze hin. Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine der schwierigsten. So, jetzt müsste hier eine Lampe ausgehen. Und dann können wir jetzt hier, also da wo die Lampe ausgeht, das habe ich jetzt hier reingemacht. In den Container, ne? Und dann, was hier noch so grün leuchtet, das muss alles noch abgeholt werden. Da können wir dann hier mal so aufhalten, F drücken. Und dann haben wir hier einen neuen Wegpunkt. Ich guck gerade, was ist das? Was ist das denn hier alles? Das ist mir früher gar nicht aufgefallen, dass da jetzt Schiffe sind unter mir. Okay. Ja gut, das ist auch egal. Habe ich ja noch nie gesehen. Wieder einsteigen. Ich glaube, kaputt gegangen ist nichts, habe nichts gesehen. Wieder dreimal X. Aber wir müssen ja in die andere Richtung, also nochmal drehen. Zu weit. Ist eigentlich ideal, um fliegen zu lernen und um ein bisschen Geld zu verdienen. So, da hinten müssen wir jetzt hin. Ich mal ein bisschen Gas raus. Ihr könnt auch, ja gut, da müssen wir mal gucken, ihr könnt auch im Grün landen, wenn euch das besser gefällt. Aber manchmal, da ist auch ganz auf dem Wasser. Da bringt das ja nichts. Und frühzeitig bremsen. Die Bremsen sind hier auch nicht so
So stark. Aber hier würde es gehen. Ihr könnt auch hier im Grün landen und dann hier hochhopsen. Auf die Plattform und dann die Sachen holen. Das würde auch gehen. Nur im Wasser eben nicht. Ne? Da kommt ihr dann nicht hoch auf die Plattform. Und ich glaube bei einem anderen auch nicht. Da müsst ihr dann schon auf der Plattform landen. So, mal gucken, was es hier schön ist. Ich bin das mal eines einzelnen Hotels. Es dauert zwar, aber ja, das muss ich, das da fällt mir gerade ein, das mal zu erwähnen. Also wer keine Zeit hat zu spielen, also das ist wer am Tage nur eine Stunde Zeit hat, sollte das Spiel besser sein lassen. Muss ich mal ganz einfach so sagen, das Spiel braucht viel, viel Zeit. Auch die Demo. Also, ja, das ist leider so. Wer nur ein pro Tag spielt, eine Stunde spielt abends immer, der wird nicht wirklich Spaß am Spiel haben. Man braucht viel Zeit für das Spiel, damit man gut vorwärts kommt. Das ist leider so. Das Fliegen alleine ist ja alles in Echtzeit, da gibt es keine Wurmlöcher oder sonst irgendwas zu den Asteroiden. Also, man braucht viel Zeit. So. Ach ja, hier war das. So. Da gibt's, mit diesem Spiel kann man so viele Tipps geben, so viel erzählen. Aber jetzt muss ich mich mal wieder konzentrieren. Oh, jetzt wird's ein bisschen. Na, schauen wir mal. Wenn es schief geht, ist egal, dann probier es halt neu. Aber gerade bei Neulingen, das ist leider halt so. Nee, das sieht gar nicht gut aus. Nee, das geht daneben. Okay, wenn wir merken, das geht daneben, dann starten wir wieder durch. Ja, das ist nicht einfach. Ja. Am besten ist so, man sieht ja jetzt, wie wir jetzt hier so, wie die Lage ist, die Ausrichtung. Dann fliegen wir hier nochmal ein Stück. Man könnte auch versuchen von oben sich dann nach unten, aber das Problem ist, dass er dann, wenn wir zu schwer sind, dass er dann zu schnell runter sagt. Ja, es ist ein bisschen blöd gemacht. Das Schiff muss dann komplett stillstehen, damit die Bremsen vernünftig greifen. Ansonsten geht das Schiff zu schnell nach unten und dann gehen doch Bauteile kaputt, beziehungsweise Schiffstriebwerk oder Teile, Bremsen, Tanks. Das wäre dann auch nicht so gut. So, denn ich bin wieder viel zu hoch. Dann drehen wir mal um. Ein bisschen nach rechts rollen und jetzt ein bisschen nicken, also die Nase nach oben im Prinzip. Dann die rote Linie beobachten, damit wir nicht zu doll runterfallen. Und da haben wir das auch schon. Wir könnten auch oben da, sehen wir ja auch, oben rechts. So, jetzt orientieren, so ungefähr 1000 Meter. Vielleicht nochmal vorher ein bisschen nach links, nein, nach rechts. Damit wir besser reinkommen und dann nochmal korrigieren. Schon mal die Geschwindigkeit rausnehmen. So. Ist nicht ganz ohne. Ich hoffe, dass ich in dieser Folge dieses Tutorial schaffe. Ja, glaube schon. Die anderen zwei, die sind ein bisschen einfacher. Vor allem die dritte Herausforderung, das sind ja, ich nenne das mal Mission. So, ja, das sieht doch gut aus. Da können wir auch jetzt den roten Pfeil, ja, das sieht doch gut aus. Jetzt kommen wir gut rein. Dann machen wir den Schub mal ganz raus, mal ein bisschen bremsen. So, das passt. So, dann lassen wir das noch so ein bisschen. Ah, supi. Das war ja ein Buch.
Bilderlandung, wie ich gerade sagen oder wie man das nennt, eine Bilderlandung, wie sie im Buch gemalt ist oder so. Das war das okay. Und dann bringen wir das hier auch hin. Nein, so rum. So, dann geht hier der nächste aus. Wieder ein Wegpunkt. Achso, und wenn wir mal, das ist Ausschuss, hier einfach F drücken, dann bekommen wir noch ein bisschen Ausschuss. Und Nitron müsste doch hier auch sein. Wenn wir Nitron brauchen. War hier nicht auch irgendwo Nitron? Wo geht's denn hier noch hin? Haben wir hier ein bisschen Nitron? Irgendwo habe ich auch mal Nitron gesehen. Ich glaube, der Nitron ist, glaube ich, gehen hier die Tür noch. Okay. Okay, wo haben wir den nächsten Punkt? Da unten. Okay. Dann fliegen wir da mal als nächstes hin. Also ich merke schon, diese alleine diese Mission zu erfüllen, das dauert schon ein Weilchen. Und das ist mal. Macht ja auch keinen Spaß, jetzt nur diese Mission zu fliegen, das wäre ja auch ein bisschen langweilig. Hier ist es zum Beispiel. Mal sehen, ob ich da von oben runterschweben kann. Dann könnt ihr auch die rote Linie gut für benutzen. Ja, mal schauen. Hier muss man auch früher noch bringen. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht auch, oh nein. Ja gut, das ist so, ne? Ja. Wenn wir nicht sterben, ist ja alles okay. Wenn wir jetzt sterben, müssen wir von vorne anfangen. So, wo habe ich manövriert? War das die 4? 5. Dann mit W können wir das rollen. So, als wenn man auch fliegt, mit W und E. So zur Seite rollen, mit W, W und S gieren und dann und mit A und D, genauso wie man fliegt. So, ich glaube, ich komme da jetzt glaube ich nicht hoch, ne? Von hier aus? Glaube nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Hier ist leider nichts. Da müssen wir. Das ist alles nichts. Ja, das ist schon verlöst. So. Aber naja. So, ich glaube, kaputt gegangen ist nichts. Ich habe jedenfalls nichts gesehen. Vielleicht irgendwas gelb geworden, aber solange keine Punkte sprühen. Ja, dann muss ich nochmal los. Nochmal von vorne. Dann machen wir jetzt ein bisschen Space. Dass wir ein bisschen hochrufen und Gas geben. Ja, dann müssen wir doch ein bisschen cleverer anfliegen. Dann mache ich mal eine Kurve nach rechts. Ein Stückchen geradeaus fliegen. Nicht allzu hoch, das ist ja ziemlich tief. Und dann drehe ich mal um. Und wir stellen die rote Linie im Blick behalten, oder Rom ist ja auch eine Grünangabe. Dann können wir auch Rom zum Kreis mal gucken, wo der grüne Wegpunkt sich jetzt befindet. So. Und dann versuchen wir mal wieder. Jetzt sind wir schon mal auf 1000 Meter hoch. Wieder ein bisschen runter, ein bisschen langsamer fliegen. Aber ich glaube, damit das Schiff immer noch Auftrieb produziert, brauchen wir so ungefähr, na, bei diesem Schiff, mal sagen, ab 150 so bremsen, damit wir schon mal langsamer werden. Ja, das sieht gut aus. Genau, so, das sieht gut aus. Diesmal hat es geklappt. Ist alles ein bisschen, naja, wie ich schon sagte,
Achso, den können wir dann mal wegmachen hier. Dann die Sachen hier holen. Also ihr müsst diese Mission natürlich nicht machen. Ihr könnt auch lustig Steine sammeln. Aber das dauert doch. Anfangs war bei der Demo bekam man glaube ich 1000 Quanta pro Liter. Das haben die jetzt geändert. Finde ich auch viel besser. Weil das hat eigentlich auch was Falsches versprochen. Man hat zwar in der Demo schnell Geld bekommen, aber das bringt ja einem ja nichts, wenn es dann auf dem Live-Server ganz anders ist. Finde ich schon gut. Es geht im Spiel nicht darum, jetzt das tollste Schiff zu haben oder so. Na, oder schnell ein Schiff zu haben. Das nützt in meinem eigentlich gar nichts. So, ich glaube, es sind so ein bisschen schwerer. Okay, dann machen wir das mal wieder so. Das hat ja vorhin wirklich super geklappt. Versuche ich mal hier. Ja. Ah, wir können ja auch. Ich kann ja auch links. Ich kann ja auch nach links die Kurve fliegen. Dass wir gut reinkommen. Also es ist ja niemand gezwungen, diese Herausforderung zu spielen oder Mission. Geht natürlich am schnellsten, was das Geld angeht. So, und nebenbei, kann ja mal gucken, aber ich glaube hier, ne, wir sind ja im Tutorial. Aber auf dem, also das, was wir eingestellt haben, dass er da produzieren soll. In Minecraft, ja, das macht er dann trotzdem weiter. So kann man die Zeit schon ziemlich effizient nutzen. Und man lernt hier fliegen. Ne? Also fliegen ist ja auch ziemlich wichtig. Ein Spiel ohne Fliegen geht eigentlich auch nicht. Weil alleine schon um die Erze. Man will ja nicht ewig diese Herausforderung spielen, aber für den Anfang ist das doch schon ziemlich gut. Diese Herausforderung. Um an Geld zu kommen. Und später will man ja dann die Erze wegbringen, weil das werden ja auch immer mehr durch die Bergbaueinheiten. Und wenn man dann erst irgendwann die L-Bergbaueinheiten hat, das werde ich hier in der Demo, die werde ich jetzt zwar hier nicht bauen, weil das bringt. Jetzt komme ich nicht so gut rein, aber mal schauen. Schon mal ein bisschen sammeln, ein bisschen tiefer. Mal schauen, vielleicht komme ich ja ein bisschen weiter rum. Aber das sieht jetzt nicht so gut aus. Aber ich versuche trotzdem mal. So, oh, das geht trotzdem. Na, so also ein bisschen. Ein bisschen weiter rauf da. So. Ja. Also, so macht sich das am besten. Oh, dann bringen wir mal das weg. So, ich glaube, dann haben wir schon damit drei jetzt. Das ist das dritte. Ja, das ist das dritte. Weil wir hier mit Shift oder mit SRG können wir jedes einzelne auswählen. Oder mit Shift eine ganze Reihe auswählen und dann hier einfach rüber. Dann ist auch das Licht erloschen. Dann den nächsten Wegpunkt. Also ich habe vor, jetzt die gesamten nächsten 7 Tage mache ich immer jeweils 1 oder 2 Videos, weil der Server wird ja nach 7 Tagen wieder resettet. Ach, geht ja nur 6 Tage, weil heute ist ja schon Donnerstag und resettet wird am Mittwoch, also 6 Tage, aber mehr, das reicht dann auch. Nur damit ihr wisst, dass jeder für sich rausnehmen kann, hier in der Demo ist das Spiel was für mich. So, ich fliege mal ein bisschen geradeaus. Wo muss ich jetzt hin eigentlich? Ach, da rein, okay. Dann können wir auch schon wieder ein bisschen tiefer fliegen. Dann mal eine Kurve fliegen. Jetzt sieht man, jetzt fliegen wir schon wieder fast nach oben. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter, ein bisschen
Nachjustieren. Dann unten. Ich glaube, hier ist es jetzt auch egal. Bei diesem hier jetzt, was wir jetzt anziehen müssen. Ich glaube. Wieso sehe ich da nichts? Ach da. Wir sind ganz schön schnell. Ah, da können wir jetzt auch einen Grün landen, glaube ich. Können wir da, ist da überhaupt eine Landefläche? Da ist überhaupt. Ah, wir landen mal einen Grün. Bei dem ist das, glaube ich, egal, oder? Ach, wir müssen da unten hin. Bei dem ist das egal. Da stehen die Container da draußen. Bei dem ist das egal. Also man muss nicht unbedingt oben, da war zwar, glaube ich, eine Landefläche. Aber da brauchen wir gar nicht. Aha. 3L. Fließbänder. Ich glaube, die sind jetzt um den schwerer. Was können wir hier? Was gibt's hier? Ausschuss. Ich kann ja mal gucken, aber fliegen tut's ja. Habe ich hier schon. Dann muss ich erstmal das Reparaturwerkzeug. Hier. Das kann man hier so reinziehen. Ja, und das ist die Schnellleiste, Schnellauswahlleiste. Und dann hier einfach, was man haben möchte. Einfach unten reinziehen, linke Maustaste und dann reinziehen. Wo man es haben möchte, man kann auch so durch. Ja, man kann hier auch so die Sachen umgestalten. Und hier haben wir unseren Ausschuss, falls wir den brauchen. Achso, da gucke ich gleich mal. Ob hier irgendwo was gelb ist. Wenn irgendwas beschädigt ist, dann funktioniert es zwar noch, aber das ist dann schon leicht beschädigt. Aber ich sehe nichts. Dann üben wir mal weiter. Und wenn die Elemente rot sind, dann sind sie komplett. Also dann funktionieren die überhaupt nicht mehr. Und dann kann es schon passieren, wenn zum Beispiel ein Triebwerk kaputt ist, dann kann es schon passieren, dass wir gar nicht mehr fliegen können. Zum Beispiel. So, mal gucken, wie ist die Ausrichtung? Kann ich jetzt gar nicht erkennen, so richtig. Ich glaube, ich muss ein bisschen nach rechts und dann nach rechts im Bogen fliegen. Ah, man merkt, dass die beiden Container jetzt doch ein bisschen, ne, was die Dinger hier, 34 Tonnen, für das Schiff ist das schon ein bisschen, ist das schon ein bisschen Ladung. Ein Drittel, naja, nicht ganz. Ein Drittel Volumen schon voll. Oder ist das vierte? Ich glaube, das konnte ich auch nicht schaffen. Innerhalb dieses Video. Also ich mache das so. Dieses Video hat nur mit diesem. Jetzt merkt man auch schon. Das ist schon wesentlich. Das ist immer träger, ne? Da muss ich aufpassen, dass ich nicht so stark. So, dass es doch wesentlich träger ist. Da muss man dann schon ein bisschen besser aufpassen. Beim Kurvenfliegen, das kann auch, wenn man zu schnell ist, das ist mir auch schon passiert, auch mit einem riesen, großen, starken Schiff ist mir das auch schon passiert, da habe ich dann doch ein bisschen zu übertrieben und bin natürlich abgestürzt. So. Also ich mache das so, ich mache pro Herausforderung mache ich immer ein einzelnes Video. Das mache ich mal für euch. Die anderen. Oh, jetzt komme ich wieder nicht so gut dran. Ein bisschen langsamer werden. Ein bisschen rum. So. Dafür ist die rote Kohle schon richtig gut. Das gut geht. Ja, ich. So. So, nicht ganz. Aber Hauptsache man landet, Ali, das ist auch egal, wie man landet. Hauptsache man landet. Heil und sicher, das ist das Wichtigste. Wenn das auch nicht so immer so elegant aussieht, das ist eben
Es ist eben nicht, ja, was würde ich jetzt sagen, nicht Elite Dangerous oder auch nicht Imperium, ne? Also hier ist es schon stark an der Wirklichkeit gemacht, das Flugverhalten in der, und auch im Universum. Aber das ist ja gerade, was Spaß macht. Also Fliegen, das macht mir persönlich am meisten Spaß. So, dann holen wir das Gold, das ist das Schwerste von allem. Aber das holen wir trotzdem alles auf einmal. Ja, haben wir es ja fast geschafft. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen weniger. Oh, ein bisschen Schub aber schon. Da könnten wir jetzt auch wieder irgendwo im Grün landen, wenn da was Grünes wäre. Also im Sand oder so, aber wir können auch direkt auf der Plattform landen. Das geht ja auch nicht. Ich glaube, dann ist nur noch das Wasser. Hier ist das Gold. Und dann müssen wir noch einmal aufs Wasser. Oh, und dann habe ich es auch schon geschafft. Dann habe ich schon mal 300.000 und die kann man sich alle 18 Stunden kann man sich holen. Ah, 36 Tonnen, das geht ja noch. Die 3L, die wir davor hatten eben, die waren auch glaube ich nur 36 Tonnen oder 30 Tonnen. Das geht ja noch. Also auf keinen Fall würde ich nicht empfehlen, hier alles auf einmal. Macht zu Anfang, nehmt euch die Zeit, macht einfach ganz in Ruhe. Das ist so noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich überlege ja immer noch, was kann ich noch sagen, weil es gibt so viel, was man hier sagen kann. Zum Beispiel, macht, egal was ihr macht, macht es in Ruhe, lasst auch Zeit. Dann macht das am meisten Spaß. Deswegen sage ich ja auch, habe ich auch gesagt, ihr braucht viel Zeit, plant viel Zeit an für das Spiel. Der macht es am meisten Spaß, es bringt nichts hier rumzustressen oder jetzt schnell machen wollen. Das macht einfach keinen Spaß, weil es dauert doch eine ganze Zeit, bis man zum Beispiel Ärzte zusammengefahren hat, um sich ein Schiff zu leisten zu können oder das auch selbst zu bauen. Lasst euch Zeit. Das macht am meisten Spaß. Es dauert zwar, aber das macht dann einfach am meisten Spaß. So, haben wir was geschafft. Da oben sehe ich gerade, haben wir auch eine Übersicht. Ne, zwei Sachen, das ist jetzt das Gold. Und das ist, glaube ich, auf dem Wasser. Da muss man da oben ein bisschen gut landen können. Zielpunkt genau, fast. Ja, mal schauen. Ich finde, also, diese Mission, ah, man merkt es schon. Hier kann man nicht mehr so einfach hier mal eben so mal um die Kurve fliegen. Da muss man schon ein bisschen feinfühliger sein. Aber was soll ich sagen? Für Neuling ist diese Herausforderung natürlich ganz schön. Ein bisschen zu schwer. Weil ich finde, das ist doch ein bisschen zu schwierig da oben landen. Man hätte das lieber hier unten irgendwo. Tja. Weil auf dem Live-Server gibt es das sowieso nicht, dass da oben irgendwo eine Station ist. Außer man hat eine eigene Station natürlich. Das kann man natürlich. Oder also man hat eine statische Plattform, aber man hätte das auch hier einfach hier unten machen können, dass man da hinliefern muss. Hätte ich mir schon ein bisschen einfacher gewünscht. Vor allem für Neulinge. Aber naja, muss man halt üben. Ah, jetzt kommen wir wieder schräg rein. Ein bisschen höher. Also wir brauchen nicht wirklich schnell sein, damit wir Auftrieb, ich glaube so ab bei 200 Kilometern haben wir schon Auftrieb. Hier, so. Mal Schub ganz rausnehmen.
Wir müssen hier vorne landen. Ja, das hat auch gut geklappt. Also ich spiele ja schon. Ich habe 2021 angefangen, das ist, glaube, das sieht man auch. An der Art, wie ich liege. Und naja. Also anfangs habe ich auch über diese Mission habe ich geflucht. Weil ich habe das einfach nicht hinbekommen, hier oben zu landen. Für alle ist das einfach zu schwer. Vielleicht ändern die das ja nochmal. Aber es ist einfach. So, der letzte Wegpunkt. Ja, ich habe 2021 angefangen mit dem Spiel und ich finde es einfach toll. Allerdings muss ich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist zwar eine tolle Sache mit den Voxeln, was man damit machen kann, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, mir macht das Voxeln selber nicht so wirklich viel Spaß, weil es fühlt sich eigentlich nicht an wie ein Spiel. Ich will zwar jetzt Werbung für das Spiel machen, aber ich will auch ehrlich sein. Es gibt andere, die haben da richtig viel Spaß dran. Aber... Oh, das ist ja gar nicht im Wasser. Ich war da noch gar nicht im Wasser, oder? Hey. Oh, ich hab komisch. War ich schon im Wasser? Da hinten im Wasser? Da war ich doch noch gar nicht. Wir können uns natürlich auch von oben einfach runterfallen lassen. Aber damit er ordentlich, damit die Bremsen ordentlich greifen, muss dieser rote Strich komplette Linie sein. So, jetzt kommen wir natürlich wieder ziemlich schlecht hier runter. Da werde ich wohl bestimmt wieder Bremse gedrückt halten, dann schweben wir langsam runter. Boah, das geht aber noch. Da kann ich auch. Da kann ich ja wohl. Obwohl das gar keinen Platz sehe ich gerade. Na gut, machen wir halt so. Noch ein Stück. Ich war doch noch gar nicht im Wasser. Auch dann war ich schon im Wasser. Oh, ein bisschen schräger. Boah, drückt das weg, oder? So, wo muss ich denn hin? Ach, da hinten. Also irgendwie habe ich das jetzt. War ich schon im Wasser? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich schon auf dem Wasser gelandet war jetzt. Aber ist auch egal. Habe ich wohl irgendwie vor lauter Schnattern irgendwie nicht so wirklich realisiert. Ja, also wie gesagt, das ist Voxeln. Ich voxel zwar auch, ich habe auch einige Schiffe gebaut. Aber es fühlt sich nicht wie ein Spiel an, wenn man dann immer... es fühlt sich an, als wenn man Designer ist und das ist. Für ein Spiel, es ist nicht meins. Ich spiele das vor allen Dingen, weil ich gerne Raumschiff fliegen will, deswegen spiele ich das. Aber selbst Raumschiffe bauen, zumindest das Wachsen ist doch ziemlich, es ist kompliziert, man kann tolle Sachen damit machen, aber es ist auch ziemlich kompliziert. Und ja, es fühlt sich halt an, als wenn ich der Designer bin. Aber ich versuche hier eine gute Ausgangslage zu bekommen. Also das muss ich momentan sein. Also wie ich schon sagte beim ersten Teil, das Endgame sind die Voxel. Die Voxel irgendwie nicht das PvP und... Also das oberste Endgame, worum es im Spiel eigentlich geht, sind die Mods. Alles andere ist nur ein Mittel zum Zweck, sage ich mal. Dass ich ein Raumschiff brauche, um es zum Markt zu bringen. Ne, ich brauche Industrie, ist auch nur ein Mittel zum Zweck, damit ich Treibstoff produzieren kann, Kerngon. Ich kann es natürlich auch kaufen, ist ja kein Problem, aber das macht auch keinen Spaß, immer Kerngon immer nur kaufen. Und das ist auch ein bisschen Logistik, die Industrie, das macht auch Spaß. Ein bisschen Logistik mit drin. Und das Fliegen an sich, das macht mir eigentlich immer am meisten Spaß. Ich fliege auf ziemlich viele Missionen von Spielern, von anderen Spielern. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht, da drum fliegen.
Suchsimulator, das muss schon einen Spaß machen. Man muss wissen, was will ich überhaupt machen? Fliege ich gerne rum? Oder bin ich kreativ und möchte schöne Gebäude bauen oder möchte schöne Schiffe bauen? Also ist nämlich gar nicht so einfach. Das Bausystem an sich ist schon, also ich, das Bausystem, wie soll ich das sagen? Man kommt schnell ans Ziel, wenn man ein Raumschiff baut. Also ein Raumschiff braucht eigentlich gar keine Wurzeln, man braucht nur diese Bauelemente, wie zum Beispiel Antriebe, dann fliegt es schon. Das ist das Tolle. Du kannst einfach das ohne Voxel bauen und kannst schon mal damit rumfliegen und machst die Voxel dann eben nach und nach, über Jahre hinweg von mir aus. Ne? Das ist dann schon toll. Bei Starbase ist das ja ein bisschen anders. Wenn du da nicht alles richtig an Ort und Stelle hast, dann klappt da gar nichts. Das ist natürlich nicht so toll, was Starbase. Ich spiele zwar auch, aber das Schiffe bauen macht da noch weniger Spaß. Also da habe ich auch, wenn dann nur ganz kleine Schiffe gebaut, um da ein bisschen Erfahrung zu haben, aber Spaß ist auch was anderes. Okay, aber dazu erstmal so viel erstmal dazu. Jo, so. Die letzte, einfach ein bisschen mehr Gas geben. Die letzte Lieferung. Man hätte das einfacher machen müssen. Warum hat man das nicht da unten? Ist doch im Spiel auch so. Man fliegt doch, wenn man da auf dem Live-Server die normalen Missionen spielt, die bringt man doch auch nicht da irgendwo in der Luft. Ist schon schwierig gemacht. Wird zwar gut bezahlt, 300.000. 18 Stunden, das ist schon nicht wenig. Warum macht man das nicht einfach da unten hin? Wenn man die Aphelia-Mission spielt, dann hat man auch nicht sowas in der Luft hier. So ein bisschen korrigieren. Ah, ich glaube, das ist Tosch. So mal vorbremsen. Jetzt ist es egal, ob wir hart aufditschen. Ja, also man darf hier nicht von zu hoch, ne, wie ich schon vorhin zeigte, wenn der rote Strich, der muss richtig gerade sein, dann greifen die Bremsen, dass wir langsam nach unten sacken. Solange das immer noch krumm ist, hat er immer noch Geschwindigkeit drauf und das kann auch schief gehen. So, dann haben wir es ja fast geschafft, jetzt hier noch abliefern die letzte Sache. Dann wird sich Aphelia auch gleich wieder melden. Jetzt habe ich das mit Schiff gemacht. Erreiche die Startgarage, um die Herausforderung zu beenden. Ja, oder das mache ich. Das müssen wir auch machen, sonst gibt es kein Geld. Nicht denken, ich bin ja jetzt fertig. Jetzt kann ich hier mal einen Crash bauen. Da gibt es leider kein Geld. Wir müssen noch die letzten Anweisungen von der Aphelia befolgen. Einmal zurück zur Startgarage. So, und dann haben wir 300.000 verdient. So, muss mal gucken, wo die ist. Da, dann mache ich mal hier einen Rechtsbogen. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht so hoch fliegen. Habe ich ja fast geschafft. Würde ich mir wünschen, dass die das ein bisschen einfacher machen. Oder noch eine, oder das unterteilen. Eine extra Mission. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier und das Dingskarre hier und das schwebende Luftschiff da oder was das überhaupt sein soll. Und da müssen wir hin. Das sollte jetzt kein Problem sein, hier drauf zu landen. Jo, das ging ja mal richtig gut, würde ich sagen.
Hier steht auch noch ein Schiff. Keine Ahnung, warum das hier steht. Aber egal. Um die Herausforderung zu beenden, aktiviere den markierten Teleporter im nächsten Raum, in dem du die Interaktionstaste benutzt. Also wir könnten uns ja auch andere Schiffe aussuchen. Aber könnte man natürlich auch versuchen, wenn man alles einzeln, aber ich weiß gar nicht, hat er überhaupt. Ich muss mal gucken. Wir hatten doch hier ein Drittel voll. Das sind 10.000, das sind ja nur 1.000 hier. Nee. Das wäre dann schon mal Quatsch. Das würden wir überhaupt gar nicht. Den könnte man vielleicht. Ja, aber ich glaube, der hat auch zu wenig. Der hat auch nur einen, glaube ich, ein XS. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Genau. 1200 Liter. Hier war unser. Hat er überhaupt? Ach doch, da. Da können wir dann hier gucken, wie viel. 2500, das ist auch Quatsch. Eigentlich schade, dass man sich. Der hat gar keine Kiste, glaube ich. Ja, und der draußen, ich weiß nicht, ob man hier vorher rausgehen kann. Dann könnt ihr den hier draußen vielleicht. Der hat ein bisschen mehr. 16.000. Was war das hier? Ja, der würde auch gehen. Da müsste eigentlich reichen. Vielleicht lässt der sich besser manövrieren. Keine Ahnung, aber. Oh, ich denke mal, das wird sich gleich bleiben. Also, so schlecht ist das Schiff ja nicht. So, okay, damit die Mission als erfüllt gilt, müssen wir hier noch auf den Teleporter, da wo der Wegpunkt ist. Und dann habe ich die 300.000 schon mal sicher. Und dann wollen wir mal gucken. F. Und dann haben wir das geschafft. Haben wir schon mal 300.000 verdient. Juhu. Nee, ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich kann die doch nicht wiederholen. Das wird er auch gleich sagen, denke ich mal. Da wollte ich gar nicht hinklicken. Dürfte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Mal sehen, müsste eigentlich gleich meckern. Erst in 18 Stunden wieder. Vielleicht ist das bei der Demo anders, aber ich glaube nicht. Willkommen bei der Lieferherausforderung. Hier muss die Waren von verschiedenen Orten ich kann das hier öfter machen. Sie zu einer fliegenden Basis bringen. Oh, das ist ja gut. Zuerst etwas Ausschuss aus dem Verteiler, falls du das Schiff beschädigst. Wie komme ich jetzt hier rum? Für diese Herausforderung also nochmal fliegen will ich ja gar nicht. Aber wir können mal ein anderes Schiff nehmen. Schiffe in Frachtbehälter sind viel einfacher zu fliegen, ich aber du hier. Musst mehr Fahrten machen müssen. Schiffe mit Frachtbehältern sind schwierig zu fliegen, aber muss ich jetzt leider viele Fahrten machen können. Wähle eines aus und die Tür wird sich öffnen. Muss ich jetzt lieber, muss ich jetzt leider ein bisschen crashen. Ich habe einen zufälligen Das ist ja interessant. Das scheint nur hier eine Demo zu sein. Weil normalerweise auf dem Live-Server wäre jetzt eine Fehlermeldung gekommen. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja gut. Wird der richtige Behälter einen Wegpunkt haben. So, aber dieses Flugzeug hat natürlich viel zu wenig Ladung. So, ich werde mal crashen. Dann werde ich das mal noch ein bisschen spielen, dass ich ein bisschen zu Geld komme. Eines der Elemente deines Schiffes ist kaputt. Du kannst es mit dem Ausschuss reparieren, den du zu Beginn des Spiels gesammelt hast, oder an einem der Sammelplätze mehr davon bekommen. Also man kann hier auch ruhig ein bisschen rumhalten, um mal alles ein bisschen kennenzulernen, weil es so kaputt geht und so. Kann ja auch mal die Außenansicht, das ist auch ein Schiff, das würde es auch in den Space schaffen.
Aber wir sind jetzt natürlich, bringt jetzt natürlich nichts. Wir sind jetzt, von Aliot sind wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer. Das Universum ist ja riesig. Wir sind jetzt ungefähr so 100.000 SU mal 200 Kilometer. Das sind mal 200, 2 Millionen. 2 Millionen oder sind das? Oder 20 Millionen? 100 mal 10. 100.000 SU. So ungefähr, ein bisschen mehr, glaube ich, sind sogar. Ach, ich kann jetzt gerade nicht rechnen. So, mal gucken, ob er das in den Space schafft. Müsste eigentlich schaffen. Also kann man denn, kann man hier, ist auch ganz gut, hier ist dieses Schiff, ah nee, dieses Schiff gibt es gar nicht mal im Schiffshop. Da gibt es aber das Bessere. Das ist der Vorgänger von dem Schiff. Das ist, wenn man in den Schiffshop reinkommt, ganz rechts hinten, in der unteren Ebene. Also in der Ebene, wenn man reinkommt. Das sieht eigentlich ganz gut aus, das werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen, weil für den Anfang ist das, glaube ich, das Beste von allem. So, jetzt müssen wir gleich die zünden von alleine, genau. Die Weltraumtriebwerke. Ach, ich wäre sogar Rocketeer. Da kann ich mal mit P starten. Ne, kann ich doch nicht. Ich hätte mir das eigentlich auf P. Ah ne, das ist ja die Demo. Diese muss ich ja wieder extra einstellen. Okay, dann ich mal. Ich möchte ja raus aus dem Tutorial. Ich weiß nicht, warum das hier nicht geht. Ich sehe hier nichts. Achso, weil ich bestimmt. Weil ich beim Fliegen bin. Wahrscheinlich. Aber jetzt sollte das eigentlich funktionieren hier. Okay, das ist ja cool, dass man das sogar. Hoffentlich habe ich jetzt trotzdem ein Geld. Ja, 500.000. Okay, warum mache ich das jetzt schon wieder hier drin? Das verstehe ich jetzt nicht. So, habe ich jetzt. Ist trotzdem noch nicht fertig. Warum ist das jetzt nicht? Okay, ja, ja, das ist ja komisch. Das ist ja blöd. Also muss ich doch noch ein bisschen warten. Okay, aber wir haben ein bisschen Geld verdient. Mal gucken, kann ich denn schon auf dem Markt kaufen? 1 Stunde 7 Minuten. Also die Zeit kann man dann schon mal nutzen, um hier die Herausforderung zu machen. Ah, das ist ja cool. Da steht zwar 18 Stunden. Nächstes Mal jetzt. Ah, das ist gut. Das ist natürlich okay. Also am einfachsten ist diese Orbital-Zustellen-Challenge. Die ist am einfachsten, würde ich sagen. Die ist auch ziemlich einfach, ja, aber die ist, die geht am schnellsten und ist auch am einfachsten, sind auch 300.000. Das ist natürlich so, wie, dass man die mehrmals machen kann. Da muss ich doch gleich mal auf dem Live gucken, ob das da auch so ist, aber ich glaube ja nicht. Aber mal schauen. Okay, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein. Ich werde jetzt ohne den ohne das Video werde ich jetzt hier Bergbaueinheiten bauen, dass ich so, dass ich 4 Stück habe, die aufstellen und zum Kalibrieren sehen wir uns dann im nächsten Video. Das wird dann, denke ich mal, na, vielleicht mache ich das heute noch. Ja, aber schon. Ich mache jetzt, ich baue jetzt mal 4 und dann, wenn ich die kalibriere, dann mache ich wieder ein Video. Also dann bis zum nächsten Video. Bye bye.